Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der. Entschuldigung. Der NF-Marsch. Ja. Dienstag. Zweite Folge. Muss ich mir jetzt bemerken wegen Weihnachten. Nicht wundern, dass ich das so mache. Es hat rein nur was mit Weihnachten tun. Und jetzt hat im Grunde mir die Folge egal. Hauptsache ich habe die 14 her. Und ich weiß, die 14 ist wieder am Sonntag. Letzte. Ansonsten. Und selbst da ist Risiko, dass ich dann sage, okay, wir haben grob gerechnet 12 oder so, das weiß ich eben auch nicht. Wir machen weiter mit der Ernte auf Feld Nummer 15 aktuell, 2 und auf der 14. 14 ist Raps, ansonsten ist Weizen und Gerste, hier ist Weizen. Später geht's zur Feld Nummer 12. Da ist Trikale drauf. Auch Getreide, so. Ich hoffe, ihr könnt die Musik hören. Laut genug. Auch ich bin hoffentlich gut zu hören. Müsste alles so passen. Mikrofon halt mal dicht dran jetzt. Nicht mehr vergessen. Also die drei sprechen sich immer wieder ab hier, ne? Also, zuck, alle drei voll. Oder wird schwierig immer noch immer heute. Ja. Oh, da ist ein Strohfarm, müssen wir. Hier können wir dann den Bruder stehen lassen normalerweise. So, gehen wir gleich mal weiter. Da ist ungünstig. Das ist typisch Helfer. Ja, müssen wir eingreifen, damit geht es so nicht. Kann ich den haben, den Dings nicht rechts haben. Überladerohr, ne? Ach ja. Das sind die Aufgaben, die wir denn machen können. Also Kalk können wir schon eingehen später, falls das mit der Ernte durchgeht. Kein Problem, das kann man so machen. Aber erst haben wir die Ernte fertig. Wenn nachher die Ernte hier fertig ist und wir bereiten ja auf 12 vor, wenn das mehr läuft, dann kann man hier gleich den Kalkstreuer herfahren. Können wir normalen Fingerfeuer nehmen. Aber den großen eigentlich mal nehmen. Können wir alles im Kurs einfahren mit dem Kalken. Klappt. Für die 54 hat es geklappt. Aber der Kleinfeller, das lohnt sich fast gar nicht. So, können wir weiterarbeiten. Oh, das läuft. Jetzt dürfte gleich wieder eher hier voll werden und muss schon mal einsteigen, ne? Und jetzt die Felder mit dem Stroh oder mit der Stroh einfahren. Das ist immer wichtig. Könnten wir gleich mal ein bisschen für die Tiere geben. Aber das ist ja nicht so wichtig, das ist ja im einen am anderen. Also krieg ich Hunger, ungünstig. Muss ich mal ganz kurz noch was essen gleich, eine Kleinigkeit. Ich will heute noch einkaufen. Also die Menschen sind ja alle verrückt. Die denken ja nur, ach, nun kommt Sonntag.
um Weihnachten kommt. Also heute haben die eingekauft, als wenn jetzt den nächsten Tag der Laden nicht aufhaben würde. Und dabei ist der Laden auch noch am 24. bis 13 Uhr auf. Beziehungsweise Montag und Dienstag ist ja auch noch voll. Und der Dienstag ist schon eingeschränkt, okay, aber ansonsten ist ja hier Montag noch voll, kann man noch einkaufen. An der Tankstelle, ich habe es vorbereitet, dachte mal so, fahr mal hin, kauf mal Vignette für Autobahn und tank mal voll und prüft mal den Reifenluftdruck. Das war eigentlich mein Hauptgrund dafür gewesen. Sonst getankt hätte ich auch woanders. Vignette hätte ich auch woanders bekommen, theoretisch. Gut, hätten wir fahr mal hin, ne? Also, oder mal, was da jetzt für Menschen unterwegs sind. Das ist ein reiner Frucht gefahren, das ist gut. Na, dann sieht man stolz. Hat so ein langes Rohr. So. Jetzt könnten wir mal ganz kurz gucken, wegen Kalk. Ja. Mal schauen hier. Mehrere Fahrzeuge hier. Ist der Steuer doppelachsig oder ist er doppelt? Ja. Oh, der ist voll. Nicht schlecht. Das könnten die beiden ja aufnehmen, ne? Nicht genug Platz. Oder ist hier... Das ist genau richtig für... So, gibt da so ein Hinterzeug? Ja, gut. Sind noch nicht leer. Dann sind wir gleich mit den anderen wieder aufladen. So, du bist ja leer, dann können wir Kalk reinmachen. Könnten wir eigentlich umrüsten? Aber gut. Lassen wir mal so, weil im Grunde ist das jetzt pflegereif und nicht notwendig. So. Ich muss überlegen, war auf 1 auch Kalk notwendig? Ich glaube schon. Robert, gedüngt, ja, mit Kalk. Die anderen hier brauchen nichts. Brauchen nicht geflügt werden und nichts dergleichen. Ja, da überlege ich mir, was ich da einbaue. Wegen der Fruchtfolge, ne? War Getreide. Getreide kann man theoretisch hinterher Raps anbauen. Das kann man auch im Herbst machen, das wäre ein kleiner Punkt dabei. Im Frühjahr kann man ja mal wieder Sonnenblumen oder dergleichen reinbringen. Oder auch Soja oder Kartoffeln oder Rüben. Der Lexikon muss entladen werden. Dann machen wir das mal gleich. Ansonsten wäre theoretisch möglich, Gras reinzubringen. Theoretisch wäre eine andere Frucht. Ich glaube zwar nicht, dass wir das ja noch mal ernten können, weil wir sind ein paar Tage hin, aber es wäre theoretisch möglich. Das ist so weit weg. Pfeffer. So zu schaden. Ja, das ist ziemlich weit außen. Ja, ne, also hochmäßig, aber immer nur Strom reinfahren, das muss man tun. Wir können zwar hier anfangen, wir können auch theoretisch. Oh hier, achso, das ist der Kalk. Sozusagen haben wir Lohnkosten. Ist das immer über null. Ich weiß nicht warum. Ich hab's wahrscheinlich nicht aktiviert. Wahrscheinlich, weiß ich nicht. Mir sind nicht aufgefallen. Sind wir voll? Voll ist gut. 40 Liter Lager. Dann können wir das im Frühjahr verkaufen. Wenn wir Zeit haben. Ja, Geld müssen wir wieder haben. Wieder.
Aber Missionen haben wir auch keine Lust dazu, muss ich ehrlich mal sagen. Missionen sind, die man machen kann, aber nicht muss. Also ich persönlich, ja, Düngemission, das lohnt sich noch. Das ist nicht gerade parallel, ne? Aber gut, egal. Hat der Vermesser nicht gut eingemessen. So, jetzt haben wir hier das nächste leer gemacht. Das macht mir also ja bestimmt. Bestimmt Weizen. Aber geht gut voran. Ja, geht mal rein. Können wir gleich um den nächsten kümmern. Mit der Opfer vor sein. Ja. Stück für Stück, das ist schon mittlerweile Folge 3. Vor der Zeit hier. Guten Rennen. Ist ja nicht nur die Aufnahme, die man machen will und muss oder möchte, wie man es auch nennen möchte. Ist auch die Bearbeitung. Die muss ich machen. Wenn ich es hochlade, muss es bearbeitet sein. Original sind es bei 7, 8 GB oder 6, glaube ich. Und das wäre zum Hochladen zu viel und YouTube tut sowieso runter skalieren auf diesen Wert, den das für richtig hält. Und deswegen kann man es auch auf den Maß runterbringen, den YouTube so anzeigt. Sonst wird man so viel hochladen und dann ist es doch umsonst gewesen. So, der ist mittlerweile auffallen. Da sind wir schon eh hier vorne gleich. Dann müssen wir erst einen anderen Kollegen wegfahren. Und dann können wir nicht mal Kalk streuen. Nur so nebenbei. Das ist alles nicht zwangsläufig sofort macht. Muss er nicht gleich gemacht werden. Auf Raps kommt dann wieder Getreide. Was genau, wenn wir noch aussuchen. Anscheinend wieder Weizen und Gerste, weil wir irgendwann die Brauerei haben möchten. Und weiß nicht genau, ob ich auch viel Schulden aufnehmen kann. Ob sich das dann auch rentieren würde. Also da muss auch die Einnahmen kommen. Wenn du die Einnahmen nicht hast, dann brauchst du auch nicht bauen. Jetzt fahren wir gleich Richtung Lexikon, da muss auch wieder leer gemacht werden. Ja, wenn wir die Getreide fertig haben, mit dem Mais gemacht, gehäckselt. 19 haben wir auch mittlerweile schon gekauft. Dürfte also was zusammenkommen. Silo steht schon, wenn ich gerade so erinnere. Das ist gut. Können wir da fleißig reinfahren. Muss ich mal schauen nachher. Ja. Eine Kursplay machen, so wie bei bei Tschuchkarte Chaos. Weil verdichten müssen wir die auch noch, ne? Mein gut, das kann man immer hinterher machen, ne? So, der schafft das noch mal alleine. Das Futter kommt noch weiter hin, das ist ganz gut. Das arbeitet schon mal fleißig. Da kommen wir sehr lange mit aus. Kühe erwarten wir erst im Frühjahr neue. Der wird mit 200 Stück nachher so gut ausgelastet. Und die meisten brauchen eh noch ein bisschen, bis die ersten Kälber kommen. Das dauert noch ein bisschen. Entschuldigung. Ja, und dann schauen wir jetzt, ne? Sagen wir mittlerweile fast 13 Uhr. Normale Zeit. Können wir nachher vielleicht kalken. Fahren wir hier durch, ne? Keiner gesehen. Gut.
Raps ist voll. Ja, mit drei Fahrzeugen ist man beschäftigt. Wir werden auch hier einen Überführungskurs machen von 12. Und da stellen die bloß hin und lassen den abfahren. Ne? Also, dann wird der auch gleich fertig sein. Das ist auch ganz gut. Hier steht mal wieder verkehrt. Ob es dann rüber reicht, ich glaube es nicht. Wäre schön. Ah, nee, reicht nicht. Reicht nicht ganz. Reicht gar nicht. Ja, dann müssen wir hinten rumfahren. So, liebe Zuhörer, das soll es für heute gewesen sein, für die erste Folge am Montag. Gut, ciao. Dienstag, Entschuldigung. Dienstag komme ich jetzt durcheinander. Ja. Dann kommt noch eine zweite Folge, die mache ich gleich. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Dann seid mal tschüss und wink wink. Wink winkel. Danke noch fürs Reinschauen. Falls ich vergessen habe. Ciao, ciao, bis dann. Tschüss.